Hallo meine lieben Freunde, ihr seht heute nicht mich selber, sondern mein Bücherregal hier auch noch, aber dazu gleich. Ich will heute für euch den Was ist in meinem Bücherregal-Tag machen. Ich habe keine Ahnung, ob es sowas schon gibt oder keine Ahnung. Hier auf jeden Fall seht ihr mal meine komplette Büchersammlung, bis auf 3, 4 Bücher, die sind hier. Das, weil es da drin keinen Platz mehr hatte und das sind so die aktuellen Bücher, die ich gerade lese. Aber ich hätte gesagt, fangen wir erstmal mit meinem Bücherregal an und das geht hier los. Das ist nur ein Lesezeichen, ich habe mich gerade gewundert. Auf jeden Fall haben wir hier ziemlich viele Romane, alles was so ein bisschen in die Richtung Thriller auch geht und keine Ahnung. Aber ihr seht ja, egal, wir fangen an. Wir haben hier mal ein Buch, das heißt Seekers, Insel der Schatten. Ich suche sowas immer nach hauptsächlich nach Einbänden und wie sich die Kurzbeschreibung liest aus. Also nicht wundern, aber... Ihr seht hier schon eine gewisse Richtung. Auf jeden Fall hier das erste. Dann Blutnacht heißt dieses Buch. Und dann hier Gallmann, ausgezeichnete Morde. Darauf will ich mal kurz eingehen. Und das ist quasi einen Moment kurz. Sammlung von Autoren, so Kurzgeschichten, sage ich jetzt mal, denke ich. Ihr könnt mal hier kurz pausieren, um euch das durchzulesen. Falsch reingelegt. Dann, was haben wir hier noch? Erwachen der Dunkelheit, ausnahmsweise mal ein Taschenbuch. Habe ich glaube schon 2, 3 Mal durchgelesen. Finde ich gut, hat sich auf jeden Fall in meiner Büchersammlung den Platz verdient. Dann hier kurze Antworten auf große Fragen von Stephen Hawking. Ich weiß nicht, ich finde den Typen, ich finde das ein genialer Typ. Und im Übrigen habe ich alle bis auf das hier noch gar nicht gelesen. Ne? Wann käme ich denn dazu? Großartig, will ich mir aber wieder anfangen. Dann hier haben wir auch schon wieder das nächste, Silent Scream. Ich habe das Buch eigentlich ehrlich gesagt hauptsächlich gekauft, weil die Autorin denselben Vornamen hat wie ich. Ja, ich heiße Angela. Die Katze ist aus dem Sack. Fand ich cool, fand ich sympathisch und auch das Buch, ich habe da schon mal ein bisschen reingelesen, ist mega. Hier Darkest, ist auch ziemlich interessant. Wie gesagt, hier alle Bücher habe ich hauptsächlich eigentlich nur zu Hause, weil ich die ziemlich interessant finde zu lesen und ich die bald mal lesen möchte. Mal so eine kleine Motivation auch an mich. Genau, dann haben wir hier Hexenkind. Ich finde halt einfach so dieser Mythos Hexen halt einfach sau interessant, wieso ich mich das Buch angesprochen hat und ich gesagt habe, ich will das mitnehmen. Dann hier Nemesis heißt dieses Buch. Ja, und hier auch das Buch Tödliches Experiment. Dann kommen wir mal hierzu. Fangen wir mal gleich mit dem Buch an, was ich vor Jahren mal von meiner Cousine geschenkt bekommen habe. Und zwar dieses hier. Das ist auch, ich glaube, sogar eine Buchreihe, was ich mal in der Bibliothek gesehen habe. Ich mir aber dachte, komm, ich will jetzt erstmal dieses lesen. Wie gesagt, ich habe das vor Jahren mal von meiner Cousine geschenkt bekommen. Wenn sie das sieht, Props an dich. Girl, ich habe es aber leider Gottes bis heute noch nicht gelesen. Ich gebe es zu, weil das eigentlich irgendwo ehrlich doch nicht eigentlich meine Richtung ist. Ich dem Ganzen aber eine Chance geben möchte. Und dann ein Klassiker, wir Kinder vom Bahnhof zu. Ich habe den Film schon gesehen, habe dann das Buch mal im Angebot gesehen und dachte mir, okay, ich will das Buch auf jeden Fall auch nochmal lesen. Dann haben wir hier irische Märchen und Grimms Märchen, die ich meinen Kindern mal vorlesen möchte. Ich die Bücher aber erstmal durchgelesen haben möchte, dass ich so wenig Lesefehler wie möglich habe. Obwohl ich die meisten Grimms Märchen eigentlich schon kenne, aber die halt anders geschrieben sind, wie in Hörspielen gesprochen. Ja, ich hatte als Kind die Hörspiele alle zu Hause. Genau, dann kommen wir hier zu dem, was eigentlich nichts mit dem hier oben zu tun hat. Ich habe das versucht, alles so ein bisschen zu ordnen. Und zwar haben wir hier mal, das sind jetzt, ich sage jetzt mal so Späßchenbücher, Einsätze, die ihn Retter verzweifeln lassen. Ich fand den Titel irgendwie total lustig und dachte mir, das ist bestimmt lustig zu lesen, dass du auch mal was zu lachen hast. Dieses How-To, wie man es hinkriegt, ist auch quasi so ein Spaßbuch, so ein Satirebuch. Dann habe ich hier Anne Franks Tagebuch. Habe ich bis zur Hälfte gelesen und noch nicht weitergelesen, will ich aber noch fertig lesen, weil ich das ganze Thema an sich schon irgendwie so ein bisschen spannend finde, um ehrlich zu sein, wie es den Leuten da damals so ging und so, ne? Man kennt's und ja, genau. Dann habe ich hier noch so ein Buch auch so ein bisschen zum Mitmachen, das habe ich mir bestellt, ist auch ein Taschenbuch. Ich habe da auch schon mal ein bisschen reingelesen, ist
super cool auch, ne, das sind halt wieder solche Sachen, da bin ich auch voll mit dabei, so von wegen für Selbstbewusstsein und so, ne. Dann habe ich hier, ich mache es schnell hier hin, die Einsame im Meer. Ihr werdet euch wahrscheinlich denken, ja, okay, um wen geht es jetzt hier? Ich zeige euch das mal, und zwar um diese Hübsche hier. Genau, ihr könnt mal, ich drehe es euch mal um, dann könnt ihr pausieren, um euch das mal so ein bisschen durchzulesen. Genau, ja, ich fand das mega interessant, das mal so anders geschrieben zu sehen und halt einfach wieder ein Interessenskauf, sage ich jetzt mal. Bin ich aber auch gespannt, wie das geschrieben ist, sage ich euch ehrlich, wie es ist. Ich werde euch auf jeden Fall berichten, vielleicht sogar von den Büchern. Habt ihr da Bock drauf, von den Büchern, die ich gelesen habe, zu berichten, wie ich die fand? Genau. Dann haben wir hier noch Kingdom of the Wicked, die Königin der Hölle, auch wieder sowas wie dieses Hexenkind hier oben, fand ich auch mega geil, voll ein auf Fantasy, bin ich auch voll der Fan. Und dann kommen wir da so ein bisschen zu ein bisschen Bildung, sage ich jetzt mal. Und zwar das Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen, und der Titel geht auch noch weiter, und zwar deine Kinder werden dir dankbar sein, wenn du es gelesen hast. Finde ich auch mega. Ich habe mich da auch schon mal die ersten paar Seiten, ich glaube 10, 20 Seiten waren es, eingelesen. Mega Buch. Bin ich auf jeden Fall noch gespannt, wie das weitergeht. Und dann auch Gespräche, die jedes Paar führen sollte. Ich weiß nicht, wieso ich mir das eigentlich gekauft habe, aber gut, es kann ja nicht schaden, ne? Die Elterntrickkiste, das habe ich von meiner Oma geschenkt bekommen. Danke nochmal dafür, wenn sie das sieht. Die Wahrscheinlichkeit ist zwar ziemlich klein, aber ne, fand ich mega, mega cool von ihr. Genau, das legen wir jetzt wieder dahin, dass es alles hier seine Ordnung hat. Dann haben wir hier noch, wo ein Fuck hit, da auch ein Weg. Da geht's, um was geht's jetzt gleich nochmal in diesem Buch? Was plötzlich möglich wird, wenn du aufhörst, es allen recht zu machen. Weil ich halt so ein Mensch bin, ich versuche es immer ziemlich allen recht zu machen und so, dachte ich mir, hey, ne, ist das wirklich das perfekte Buch für mich? Na, bin ich auch schon mega gespannt. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo ich anfangen soll, überhaupt noch zu lesen oder so, ne? Dann 100 echte Mama-Fragen, da blätter ich immer wieder mal rein, von echte Mamas. Finde ich auch mega, mega cool, echt hilfreich. Also für mich persönlich zumindest, für jede Mama, finde ich, ist es, gebe ich da eine Empfehlung raus. Dann hier haben wir von Till Lindemann sein Gedichtebuch. Ich glaube, es ist selbsterklärend. Dann von Queen Yvonne Moulon. Danke, Ex-Freund. Jetzt weiß ich, was ich nicht will. Ich liebe dieses Buch. Ich habe das von meiner Cousine geliehen bekommen zum Lesen und habe mir das dann extra nachgekauft, dass sie das Buch wieder bekommt. Und wie gesagt, ich liebe diese Frau. Ich liebe dieses Buch. Oh mein Gott, Ego-Push hoch 1000. Und hier haben wir noch von Miriam von M. Das ist eins der wenigen Bücher, die ich schon durchgelesen habe. Verkannter. Naja. Ja, ich lasse es mal so unkommentiert stehen. Dann haben wir hier, was haben wir hier überhaupt noch? Jetzt räume ich das hier alles mal raus. Genau, da haben wir noch was. Das habe ich auch von meiner Tante und von meiner Cousine geschenkt bekommen, zur Geburt von meinem Kind. Ja, finde ich lustig. Wir können da mal kurz auch ein bisschen reinblättern. Und zwar sind da so kleine Comics drin. Ich schlage jetzt mal einfach eine Seite auf hier. Ihr könnt gerne pausieren zum Lesen. Ich finde es ziemlich lustig, ich finde es ziemlich cool. Ich liebe es. Grüße gehen raus. Dann haben wir hier noch ein paar Periodenaufkleber von Einhorn. Ich hoffe, das Video wird deswegen nicht gesperrt. Ich finde die cool. Ja, mega. Ja, ich bin eh so ein Sticker-Fan. Finde ich lustig. Die haben wir auf jeden Fall, weil ich nicht weiß, wo ich die hintun soll, Platz in meinem Bücherregal. Und dann hier haben wir noch DVDs. Metallica. Tour-DVD, glaube ich, ist es sogar. Und dann haben wir hier so ein paar CDs, ne, die ich mir behalten habe. Ich habe hier die ersten vier Alben von Black Veil Brides. Dann habe ich hier mein Lieblingsalbum von Apocalyptica, Seventh Symphony. Dann was haben wir hier noch? Nightwish, mein Lieblingsalbum. Dann Nirvana und Lady Gagas Monster. Halt einfach meine sage ich jetzt mal, die haben sich einen Platz bei mir verdient. Und ja, genau, vor allem halt so die ersten vier Alben von Black Veil Brides. Ne, ich hab da die schwer zu finden waren, zum Geburtstag bekommen. Und ich bin übertrieben dankbar dafür. Und wie gesagt, das ist halt so ein Attribut an die Zeit, in der ich die Band echt extrem gerne gehört habe, beziehungsweise deren Lieder ich von der Zeit auch noch gerne höre. Und ja, genau, dann räumen wir das alles hier mal so ein bisschen wieder ein.
würde ich mal sagen. Nee, das mache ich später. Egal, es geht jetzt nämlich noch weiter. Und zwar haben wir hier noch ein Buch Nordische Mythen. Hat mich 15 Euro gekostet, ist auch extrem, extrem schwer, finde ich. Aber mega geil, musste ich haben. Und dann haben wir noch hier von Ethan Cross, Ich bin die Nacht. Das ist auch so eine Buchreihe mit, ich glaube, mittlerweile 4 Büchern jetzt. Habe ich auch schon bis knapp über die Hälfte gelesen, finde ich mega, mega gut, dieses Buch. Ich bin schon gespannt auf die anderen Bücher, wenn es mich überhaupt so weit interessiert, wenn ich ehrlich bin. Aber ich denke mal schon, aber dazu muss ich erstmal gucken, dass ich da die ganzen Bücher hier noch einigermaßen durchgelesen bekomme. Das habe ich mir vorgenommen. Dann haben wir hier noch Dirk Eilert, Was dein Gesicht verrät. Habe ich auch schon angefangen zu lesen. Mega, mega genial. Ich liebe es, wirklich. Ich bin da auch so ein bisschen in dem Game. Und dann haben wir hier noch von Justin Cronin, Der Übergang. Ich lese schon, ich glaube, seit 3 Jahren an diesem Roman. Bin auch noch nicht wirklich weit gekommen, ehrlich gesagt, weil die Kapitel auch extrem lang sind. Aber ich schlage das Buch immer, immer wieder auf und es ist einfach mega zu lesen und ich liebe es. Ja, genau. Das sind die 3 Bücher, die ich aktuell lese. Genau, mehr kann ich dazu eigentlich im Endeffekt nicht sagen, gerade im Moment. Damit verabschiede ich mich auf mein, nicht ganz eingeräumtes Bücherregal, aber damit verabschiede ich mich mit dem Blick auf mein Bücherregal nochmal. Ich hoffe, euch hat es interessiert. Und ja, bis zum nächsten Mal, eure Stormy. Ciao.